Hallo und willkommen zurück zu Project Hospital. Ich würde jetzt gerne mit euch heute den Dingens bauen, den Schwesternraum. Denn wie gesagt, bevor wir die Sachen hier in Betrieb nehmen, müssen wir, wie gesagt, noch bauen einen Bereitschaftsraum, einen Schwesternraum und ein Traumazentrum. Und das Traumazentrum würde ich in der Tat mit 4x6 wieder bauen. Passt mal auf, wir machen jetzt einfach Traumazentrum. Zack. Wie groß ist das hier? 4x6 für Traumazentrum. Dann würde ich gerne... Wie viel sind das? 1, 2... Das sind 10, ne? Das sind echt viel. Ich glaube, da machen wir das Traumazentrum noch mal ein größer. Mal schauen. Also da plane ich mein Traumazentrum hin. Was fehlt mir jetzt noch? Traumazentrum, Überwachungsraum haben wir, Schwesternzimmer. Das würde ich gerne hier oben machen. Wie groß muss ein Schwesternzimmer sein? Lass mich mal schauen. Schwesternzimmer muss 4x3 maximal sein. War das 4? Wäre das schon zu klein? Wir können natürlich alternativ das Schwesternzimmer auch hier hinsetzen, ne? Ich glaube, das ist, macht noch mehr Sinn, hier hinzusetzen. Es ist fast größer als unser hier oben unsere Medizin. Aber wir müssen mal schauen. Dann machen wir hier noch einen Bereitschaftsraum. Wie groß muss der Bereitschaftsraum sein? Mindestens 4x4, okay. Bereitschaftsraum. So, 7x4 würde schon passen fast, ne? Da kann, lassen wir uns nicht schlumpen, machen wir den so groß. Zack, Bereitschaftsraum, Schwesternzimmer und Traumastation mit 5 Betten. Das sollte doch passen, okay. Dann gehen wir jetzt zu der Bodeneinrichtung. Traumazentrum ganz klar Fliesen, denn da kommen die ganz schwer Verletzten rein. Ja gut, der müsste jetzt eigentlich auch bis zum Schluss, wäre das nicht besser, wenn wir es hier oben hinsetzen hätten sollen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir löschen hier oben nochmal das Dingens. Ja doch, doch, das macht mehr Sinn, weil sonst müssen die mit dem Verletzten bis hier hinten hin. Und wenn das hier wäre, wäre das natürlich besser, ne? Ja, komm. Nicht lange schnacken. Nochmal wegmachen hier. Zack, weg. Und du kommst weg. Und dann machen wir dich nochmal neu weg. Also wie gesagt, Traumazentrum machen wir da oben hin, haben wir gesagt, ne? Würde ich aber anfangen tatsächlich... So, bis hier. Traumazentrum. Traumazentrum erledigt. Schwestern würde ich machen. Diese Größe. Wäre das okay? Und der Rest Bereitschaftsraum. Versuchen wir mal so. Und hier Bereitschaftsraum. Ne, ich würde es größer machen wollen. So, und den Bereitschaftsraum da oben ein bisschen kleiner. Zack. So passt das und dann hätten wir hier nochmal irgendwas anderes, was wir da hinsetzen können. So, hier auf jeden Fall Fliesen rein. Da machen wir dann auch dieselben Fliesen wieder unten. Das ist jetzt kein Operationssaal oder sonst was, sondern... So, und hier unsere normale Wand, zumindest für den Anfang. Und hier vorne unsere normale Wand. So, wir können mal bei den Prefabs schauen, was haben die da für einen Eingang beim Traumazentrum. Auch Doppeltüren, okay. Können wir natürlich auch bieten, die Doppeltüren.
Welche wären das denn? Ich glaube, diese sind das denn auch, ne? Die hatten aber andere. Lasst mich nicht lügen. Was hatten die denn für Türen da? Müssen wir nochmal auf die Prefabs. Traumazentrum. Die haben die mit dem Strich dadurch irgendwie. Warum haben wir die denn nicht mit dem Strich? Sind bestimmt die und... Ach so, hier und dann hier diesen Strich. Okay. Alles klar. Hat sich schon erledigt. Das können wir eigentlich hier auch machen, ne? Jetzt versetzen wir die dahin. Und den machen wir dahin. So. Hätten wir das schon mal erledigt. Also hier gehen die Leute nochmal hin zum Arzt. Und hier wäre dann... Vielleicht ziehen wir hier mal in eine Dingens durch eine Wand. Können wir das mit einer Tür einfach? Pass mal auf, sollen wir das mal testen, ob das geht? Wenn wir jetzt hier einfach die Wand ziehen, keinen Zugang, sagt der natürlich jetzt. Dann setzen wir da die doppelte Wand rein. So, jetzt haben die wieder Zugang. Und ja, das sollte schon ein bisschen besser aussehen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen komisch mit dieser Dings hier, aber wir können es ja sowieso ausblenden. Von daher passt das schon so. Also, wir sollten diesen Raum eigentlich fertig haben. Was haben wir gesagt? Was kommt hier rein? Also, hier kommt ja als erstes Anästhesie-Arbeitsplatz. Ach du lieber Gott. Wie setzen wir den da rein? Ich setze ihn einfach mal dahin. Erstmal alles. Oh, wir müssen auf unser Geld gucken. Operationstisch. Du Scheiße, ne. Setzen wir mal dahin. So, dann ziehen wir das Ding mal. Dahin. Warum kannst du nicht? Was fehlt dir? Dir fehlt eine Operationsleuchte. Die kleine oder die große? Was ist da schöner? Die oder die? Ich glaube, wir nehmen die mal, oder? Ja, wir nehmen die mal. Wir haben ja sonst nicht die ganze Zeit. So, haben wir dran. Hätten wir dran. Was fehlt dem noch? Anästhesie? Aber das haben wir doch. Vielleicht dahinter? Doch, ja, so geht's doch. So passt es. Was fehlt uns noch? Ein Defri. Der muss auf jeden Fall auch gut in Reichweite sein. Pass mal auf, wir machen das erstmal anders mit einem kleinen Schrank da unten. Oder setzen wir den daneben hin. Können wir ja eigentlich da hinsetzen, ne? Genau. So, da können wir doch bestimmt auch ein Gerät draufsetzen. Den Defri. Was ist das denn? Das ist auch wieder ein Monitor, aber den würde ich gerne ungern da hinsetzen. Ich möchte lieber was anderes hinsetzen für. Mobiler Arbeitsplatz. Der muss ja auch da rein. Den spiegeln wir einfach mal hier mit. Daneben setzen wir direkt eine Sauerstoffflasche, weil das gefiel mir doch schon recht gut mit der Sauerstoffflasche daneben. Zack, haben wir das so ungefähr so gespiegelt wie hier, ne? So, dann brauchen wir hier noch einen Seifenspender. Wo setzen wir den denn mal hin? Den können wir doch garantiert da oben drüber setzen, ne? Ja, genau. So. Den Defri könnten wir da drauf setzen. Dann brauchen wir ihn nicht an der Wand machen, ne? Moment, ich habe ein Problem. Das Ding brauchen wir auch noch. Das hätte mein Geschirr dran machen müssen. Das ist natürlich jetzt Käse. Pass mal auf, dann schieben wir das mal weg. Das ist natürlich jetzt echt Mumpitz. Wieso geht das jetzt da nicht mehr ran? Was soll das? Was kostet der scheiß Tisch? Boah, 2000 haben wir jetzt in den Sand gesetzt. Aber den jetzt wieder verkaufen. Ich hätte ja gerne den Dings da dran gehabt, den Spiegel hier.
Da, den da dran. Ja gut, der kann auch so daran, ne? Ginge rein theoretisch auch. Sieht aber nicht so toll aus. Ich möchte das jetzt ja mal gerne erst versetzen. Warum geht das jetzt da nicht mehr dran? Was soll das? Warum? Es ging doch gerade eben noch. Da geht's jetzt wieder. Ist doch wegen dem scheiß Ding da. So. So, dann müssten wir doch hier den Dings da irgendwie dran fummeln. Können wir den nicht da so hinstellen? Ist diese scheiß Lampe da? Komm, wir verkaufen die Lampe einfach. Das muss doch gehen, oder? So, Lampe ist weg. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier das Monitor-Ding da dran hängen. Zack, dann hätten wir das schon mal geklärt und da hinten setzen wir dann die kleine Lampe dran. Oder? Die große. Die große. Zack, aber da fehlt immer noch was. Das ist das Ding doch hier, ne, was wir hier stehen haben. Zack, so, jetzt funktioniert es doch. Jetzt haben wir jetzt hier jede Menge Monitore. Man sieht jetzt nicht mehr hinten wirklich den Schrank, aber das spielt doch keine Rolle. Da können wir aber zumindest den Defri drauf bauen. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal geklärt. Dann wären wir hier auf jeden Fall. Aber wir haben es jetzt ziemlich eng gesetzt da, ne? Das gefällt mir noch nicht wirklich. Also wir haben das ziemlich, ziemlich eng gesetzt. Da, so setzen wir es mal hin. Dann werden wir auf jeden Fall einen Gerätetisch da hinsetzen. Darauf setzen wir das Fassass. Wobei, das kommt da jetzt auch nicht wirklich zur Geltung, ne? So wird es eigentlich auch nicht zur Geltung kommen, ne? Vielleicht hier vor. So, dass es ein bisschen schöner aussieht irgendwie. Ich weiß nicht, wie so ein... Wir können uns ja mal nochmal so einen Raum angucken. Wir müssen jetzt rein theoretisch nur noch so eine Biomülltonne hier reinsetzen. Und dann hätten wir wieder fast alles. So. Der Raum wäre jetzt eigentlich fast fertig, ne? Ja, genau. Aber das sieht mir noch nicht so toll aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da kann man mit Sicherheit noch mehr machen. Dann setzen wir das Ding mal dahin. So, dich versetzen wir mal dahin. Darunter kann doch garantiert noch ein kleiner Schrank oder sowas. Na, siehste. Und dann kann da doch was draufstehen. Ne, das steht ja schon da. Was kann man denn da nochmal draufstellen? Da kann man nichts draufstellen wahrscheinlich, ne? Mobile Arbeitsgerät passt schon wieder. Ja, der Raum ist eigentlich viel zu groß, ne, wenn man ehrlich ist. Aber wir können hier was Schönes machen. Pass mal auf, wir könnten hier Fliesen reinziehen. Diese hier. Zack. Zack. Zack, bis da. Und dann ziehen wir bis da. So. Geht so einigermaßen, aber sieht doch, ja. Ein bisschen Abwechslung muss ja sein, aber wir sind, also der Raum gefällt mir aber immer noch nicht. Ich bin da ganz, ganz ehrlich, Leute. Der Raum gefällt mir immer noch nicht. Da muss auf jeden Fall noch Zeugs rein, damit der mir gefällt. So, hier kommt auf jeden Fall mal die Kleidung hin, ne? Okay, ich verstehe, weil da der scheiß Eimer steht. Aber so eine Trennwand hätte ich hier. Das ist ein Muss. Was ist das denn hier? Ein Wärmeschrank. Wir brauchen Sauerstoff auf jeden Fall. Nee. Haben wir ja schon da stehen, sehe ich gerade.
Schwierig, schwierig. So, dich versetzen wir jetzt einfach mal neben die Türe. So, dann haben wir da in der Ecke Platz für diese Regale vielleicht. So. Ja, komm, warum nicht? Das passt doch fast hier. So und so, aber dann haben wir natürlich uns die Liege machen wir uns kaputt, ne? Können wir so vielleicht setzen? Sieht doch schnieke aus, oder nicht? Ich finde, das sieht schnieke aus, fast zumindest. Ja, da hinten auf jeden Fall noch so ein Tischchen. Können wir den da hinsetzen? Ne, warum nicht? Was ist uns da im Wege? Was ist da hinten im Wege? Ich glaube, das ist hier uns im Wege, ne? Wenn wir das um einen versetzen, kriegen wir da hinten noch so ein Tischchen rein, ne? Drehen wir das Ganze so. Oder wir nehmen das Ding. Ich glaube, das sieht noch mal ein bisschen besser aus, ne? Zack. Sieht ein bisschen mehr so nach OP aus, würde ich sagen, ne? So, dann können wir da noch mal ein Sauerstoffflasch hinstellen. Wir haben natürlich jetzt hier vorne und hier ist alles frei, aber die operieren ja nicht da. Ne? Ich habe es ja richtig verstanden, dass sie da nicht operieren. Ne? So. Und zwei da rein machen würde eigentlich auch keinen Sinn für mich ergeben. Entschuldigung. Das ist soweit eigentlich okay, würde ich sagen. Was meint ihr? Ist das okay? Fehlt da hinten vielleicht noch irgendwas, was wir draufsetzen könnten an Geräten? Können da noch mal ein Defri, aber nee, passt nicht. Da ist unser Dingens. Was ist das? Eine Spüle? Nee. Großer Wärmeschrank. Was ist denn dieser Wärmeschrank? Komm, den setzen wir auch mal da rein. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall haben wir einen Schrank mehr da drin. Und ja, ich würde sagen, das langt uns eigentlich. Vielleicht hier noch ein Tischchen hin. Wieso passt jetzt hier ein Tischchen? So passt ein Tisch rein, theoretisch noch hin. Und dann zwei Stühle da dran. Das könnte es doch gewesen sein, oder? Zwei Stühle in Rot. Nee, das sieht auch scheiße aus. Vielleicht so. So würde das vielleicht noch gehen. Ich denke mal. Ja, das war fast die Einrichtung, die wir benötigen, ne? Man kann jetzt natürlich noch alles vollklatschen, aber dann sieht man nachher halt gar nichts mehr. Und so gefällt mir das doch. Also das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Wir lassen es jetzt einfach mal so. Hier wird irgendwas angezeigt. Was fehlt uns hier? Überwachungsraum, das haben wir, das haben wir. Aber wir haben natürlich keine Ärzte eingestellt, kein Personal. Schwesternzimmer. Gehen wir direkt zum Schwesternzimmer. Das haben wir hier auch schon fertig eingerichtet schon. Da werden wir mal hier die Wand ziehen. Im Schwesternzimmer. Und zwar im Style von unserem Krankenhaus. So und so. So, vom Schwesternzimmer habe ich allerdings gar keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass wir da irgendwie einen weißen Boden reinziehen. Einfach mal einen weißen Boden. Was kommt denn alles ins Schwesternzimmer rein? Krankendings. Da werden wir mal zwei Stück reinsetzen. Zwei solche Dinger. Wir brauchen eine Tür.
auf zwei. Machen wir da eine Doppeltür rein oder nur eine? Wenn wir damit die Dings rein müssen, machen wir einfach zwei rein. So, haben wir hier auch Schwingtüren drin. Was ist denn noch hier drin? Was brauchen wir noch? Ein Essenstablett. Okay, Essenstablett ist auch drin. Schreibtische. Ja, die Frage ist, wie viele Leute sollen darin arbeiten, ne? Da gucken wir mal, dass wir die setzen können. Pass mal auf, wenn wir die so setzen und so setzen, dann kriegen wir doch zumindest schon mal zwei Leute daran, ne? Ein Computer und ein Computer. Hier einen hin und hier einen hin. So, was brauchen die denn noch? Die brauchen so einen komischen Wagen, warum auch immer. Den können wir ja direkt hier nebenstellen. War es das schon, was sie brauchen? Ja, der eine sah aber anders aus. Könnten zur Not hier auch noch mal einen PC draufstellen. Für vier Leute. Okay, wir hätten gar nicht so groß bauen müssen. Den würde ich hier gerne in die Ecke setzen. Die bekommen auf jeden Fall eine Uhr da rein. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir die Uhr da rein bekommen. Glasgefäße. Können wir die einfach hier so oder hier hin? Nee, gefällt mir nicht. Ich glaube, es wäre auch besser, wenn wir die Wagen hier hinsetzen würden. Würde für mich zumindest mehr Sinn machen, den daran. Gucken wir uns mal die Prefabs an. Schwesternzimmer. Ja gut, die haben auch nicht mehr, ne? Aber die haben viele Dings da drin, viele Computer eigentlich, ne? Könnte man das noch optimieren? Könnte man das optimieren oder nicht? Das ist die Frage. Moment. Eins. Wir drehen das Ganze. Zwei. Kann man da jetzt einen weiteren PC draufstellen? Nee, kann man nicht, ne? Ginge das? Nee, das geht nicht. Das ist natürlich schlecht. Da wäre so ein Labortisch mir eigentlich lieber gewesen. Den kriegen wir doch auch bestimmt auch da rein, oder? Da ist doch so ein Labortisch. Pass mal auf, dann machen wir das noch. Dann verkloppen wir den ganzen Scheiß hier wieder. Kostet uns zwar jetzt wieder im Moment Geld, aber shit happens. Denn auf dem Labortisch bekommen wir vier Leute hin. Labortisch. Der ist allerdings auch was größer, aber es macht ja nichts. So, auf den setzen wir da hin und da passt der. Warum passt der jetzt nicht? Was soll das? Ach, wegen dem Ding deine Ecke. Okay, komm du noch mal raus. So, nochmal. Du dahin. Na, stopp. Doch, ist richtig. Du dahin und du dahin. So. Du kommst dahin. So, PCs brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier Leute, die da arbeiten. Allerdings stellen wir natürlich nicht sofort alle vier ein. Drei und vier. So. Das hätten wir schon mal. Das gefällt mir. Kann ich die Farbe ändern? Nee, ne? Das gefällt mir nicht so toll. So, einen Drucker brauchen wir auf jeden Fall. Wo setzen wir denn den Drucker drauf? Hä? So, jetzt hier. So. Wir brauchen gar keinen Drucker. So, eine Sauerstoffflasche kriegen die auch noch da rein. Wir hatten doch gerade eben eine Sauerstoffflasche, wo ist denn die?
Trinkflasche können wir den auch mal spendieren, oder? Passt aber nicht da rein. Das würde ich tatsächlich... Ne, kann ich nicht. Einen noch näher setzen. Schade. Aber das gefällt mir jetzt schon besser hier. Aber hier, das müssen wir noch ein bisschen füllen. Ein Schwesternzimmer, damit die sich wohler fühlen. Ne? Kriegen wir das da hinten noch rein? Ne, kriegen wir nicht rein. Eine Blume vielleicht. Ja, die kriegen wir da rein. Hätten wir da schon mindestens mal eine Pflanze. Vielleicht hier ein Esstisch oder so. Was hatte das andere Schwesternzimmer da nochmal? Eine Mülltonne haben die da drin. Das Ätzendstablett haben die drin. Spiegel, Waschding. Aber das kann man denen eigentlich auch alles bauen. Das ist so nicht so die Welt eigentlich. Eine Uhr kriegen die auf jeden Fall da rein. Wenn ich die jetzt wieder finde, da ist die. Zack, eine Uhr haben die schon mal drin. Einen Mülleimer kriegen die auch. Daran soll es jetzt nicht scheitern. An unserem Mülleimer sollte es nicht scheitern. Den haben die auch da drin. Eine Pinnwand vielleicht. Aber ich will das jetzt natürlich nicht zuballern. Aber hier eine Pinnwand für die Schichtpläne oder wenn mal irgendwas da gemacht werden muss. Ja, das war nur zur Deko. Ist ein bisschen zu teuer, finde ich, ne? Da würde ich doch schon lieber die Deko nehmen, beziehungsweise hier die Flasche. Wo ist denn die? Wo finden wir die Sauerstoffflasche? Ich suche die Sauerstoffflasche. Da ist sie. Die können wir in der Tat da drunter setzen. Oder aber auch hier dran. Setzen wir einen dahin und einen da drunter. So, die wollen eine Spüle haben. Beziehungsweise wollen die nicht, können die aber haben. Da bin ich ja gerne bereit, denen eine Spüle zu geben. Ich muss jetzt nur wissen, wie. So, ne? Dann können die auch einen Spiegel haben, wenn die möchten. Machen wir jetzt den Spiegel wieder. Da. Zack, haben die auch einen Spiegel. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Wir haben jetzt hier vier Dingens, die hier sitzen könnten. Ich glaube, das reicht schon fast. Ne? Wir werden jetzt nochmal einen Essenswagen, je nachdem wie teuer der ist, 99. Damit der Raum einfach ein bisschen voller aussieht. Weil wir haben doch wieder einfach zu groß gebaut. Ne? Muss man ja ganz klar sagen. Aber wer weiß, was wir noch alles brauchen oder wofür wir das noch brauchen. Vielleicht noch einen Hängeschrank. Was warst du jetzt noch für ein Scheißraum? Achso, du warst Bereitschaftsraum, ne? Genau. Ja. Das sollte eigentlich soweit passen erstmal. Dann werden wir den Bereitschaftsraum machen. Den machen wir auch mit weißem Boden noch. Oder ich würde sagen, den machen wir in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist zu Ende, meine Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye-bye.